Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Feuerkelch. Ja, lange ist es her, dass ich das letzte Mal was hiervon aufgenommen habe, aber ja, die Umstände sagen euch, glaube ich, auch schon warum. Einfach, weil dieses Spiel für mich einfach grottig ist und so. Und ich mich so ein bisschen quälen muss, das weiterzuspielen. Ich freue mich einfach schon wahnsinnig auf den fünften Teil. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Wir haben letztes Mal ein neues Gebiet freigeschaltet. Die erste trimagische Aufgabe hatten wir gemacht und auch bestanden, mehr oder weniger. Sind jetzt im Badezimmer der Vertrauensschüler. Noch drei trimagische Schilde zum Betreten des nächsten Gebiets benötigt. Jo, kein Problem. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Wähle eine Spielfigur. Ja, ich würde sagen, das mache ich mit Harry. Ja, jetzt ist natürlich wieder die Frage. Fluchaktion. Im Prinzip ist das. Ah, ist ja eigentlich Wurst. Machen wir weg, weg. Zack, fertig. So. Zack, fertig. Zack, fertig. Ich habe mich bei dir noch gar nicht für den Tipp mit den Drachen bedankt. Ein Bad im Badezimmer der Vertrauensschüler ist nicht das Schlechteste. Das Passwort ist Pinienfrisch. Seid ihr sicher, dass nur Vertrauensschüler dieses Badezimmer benutzen dürfen? Wow! Huh? Tut mir leid, Harry. Ah, dieser. Okay, ist das Eis in das Rohr verschwunden. Na super. Ron, du bist mal wieder richtig gut. Okay, das ist ein bisschen schwierig. Ich nehme gerade den. Wir müssen hinterher! Ja, ist ja gut. Ich nehme gerade den Controller von meinem Mitbewohner. Das Problem ist nur irgendwie, dass der da nicht so richtig drauf reagiert gerade im Moment. Ach, das. Nee, das liegt einfach nur daran, dass ich nicht weiter kann, okay. Also ich muss irgendwie da rein. Das muss ich nur mal ganz kurz. Okay, das war's nicht. Damit kann ich das. Und hier bin ich. Oh! Ups. Das wollte ich eigentlich nicht. Wingardium Leviosa! Man! Oh. Ach, da muss ich mehrere. Schade, jetzt habe ich nur, weil ich die Steuerung nicht mehr kenne, diesen Magicus Extremus eingesetzt. Das hat geklappt? Ja, siehst du mal an. Suchen wir das Ei. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier in dem Vertrauensschülerbad nirgendwo hin kann, außer in diesen komischen Bereich. Weil ich hätte einfach ganz gerne ein bisschen hier erforscht. Da hinten ist übrigens eine Drachenstatue. Ich ein bisschen hin und her versuchen, bis ich die treffe. Ah, ich habe sie getroffen. Okay, sehr schön. So, ja, dann gehen wir einfach mal rein. Gucken, was hier passiert. Hey, da drüben, Urnen! Ja, ich weiß. Ich hoffe, ich kann hier nirgendwo runterfallen. Ach, da hängt es. Wir dürfen nicht aufgeben. Vielleicht kommen wir dann an es heran. Okay. Ja, das sind wieder diese sinnigen Sätze von den beiden, die meistens eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Okay, ich glaube, die Dinge muss ich kaputt machen. Wingardium Leviosa! Bäh! Wow! Es hat gepufft. Noch mehr Bohnen! Sammelt die Bohnen! Achtung! Mädels und Jungs, geht aus dem Weg. So, hier, das können wir eigentlich. Carpere Tractum! Helft mir! Okay! Na, Hermine schreit natürlich okay, aber macht nichts. Ich muss ja schon sagen, die Rohrsysteme unter Hogwarts sind ganz schön weitläufig. Bäm. Oh, ein Schild. Halt! Noch mehr Bohnen! Oh, okay. Ja. Sammle 10 Minischilde. Ach so, ich muss in jedem Gebiet diese 10 sammeln.
Okay. Das ist schon so ein bisschen nervig irgendwie. Oh, nein! Sammelt die Bohnen ein. Hey, da drüben, Bohnen! Immer noch, ja. Okay, da war ein Minischild, das habe ich jetzt. Das heißt, wir können hier weiter. Na los! Ah! Hilfe! Okay, ich glaube, da kann ich eventuell runtergepokt werden. Kann ich hier auch runter? Nein, ich glaube, da sollte ich nicht runter. Ich einfach mal geradeaus weiter. Man kann doch eigentlich auch so ein Aua, scheiße, okay. Okay, komme ich noch nicht durch? Das Problem ist, da hinten komme ich auch noch nicht durch. Wie mache ich denn das? Ah, hier oben komme ich aber hoch. Kann ich damit irgendwas... Muss ich damit irgendwas kaputt machen? Da oben das Ding wahrscheinlich. Ach Ron, was kannst du eigentlich? Wingardium Leviosa! Bumm! So, das Ding da oben. Hilf uns hier mal, Hermine! Alles klar! Wupp. Und weiter geht's. Gib mir das Schild, gib mir das Schild. Da ist noch ein Frosch. Ach, Fisch. Frosch. Das ist für mich alles dasselbe. Ich will die blauen wieder. Ich will dieses Magikus Extremo wieder. Können wir diese Rohre nicht irgendwie wegräumen? Können wir das? Ah, okay. Ausgezeichnet. Ja, cool. Erklinge. Was? Erklinge? Oh, ah, okay. Ich hasse diese Viecher. Ja, ich auch. Aua. Aua, nein, meine Bohnen. Hallo, Mädels, Jungs, wollt ihr mir vielleicht mal helfen? Aua. Sterb! Jawohl, geschafft! So, Hühnchen. Jetzt muss ich natürlich noch warten, bis die Hühnchen wieder zu Bohnen werden. Juhu! Eine Bohne. Der eine ist gut. Aua. Ey, treff doch mal. Hallo, Harry. Harry. Brillant. Ja. Okay, das müsste es auch. Nee. Ja, geschafft! Glanzleistung! Ich werde jetzt einfach hier stehen mit meiner Aktion und warte, bis die Bohnen kommen. Okay, weiter geht's. Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, Leute, ehrlich. Sollen die scheiß Erklinge bleiben, wo sie sind? Ich habe keinen Bock, da 50 Stunden dran nur an diesen scheiß Viechern rumzuhängen. Kapere Traktum! Ich brauche hier Hilfe! Okay! War das gerade Harrys Stimme? Hört sich voll komisch an. Wow! Wingardium Leviosa! Kopf einziehen, Ron! Geschafft! Okay. Gut, hier müssen wir jetzt natürlich wieder. Juhu. Bingo. Aktio. Okay. Hier vorne geht's noch nicht weiter. Da komme ich aber gleich hoch. Ich muss sagen, um nicht immer nur Negatives von dem Spiel zu sagen. Ja, es gibt ja auch positive Dinge in diesem Spiel. Das Level-Design finde ich teilweise echt richtig cool. Warum komme ich hier nicht runter? Ich will aber runter. Achso, ich muss hier dieses Ding hier zerschieben. Ne? Hilf uns hier mal, Ron! Alles klar. Das ist immer gut. Man fragt immer nach der Hilfe von denjenigen, die nur daneben stehen. Und die sagen dann immer, ja, alles klar, ich helfe. So, klar. Oh Gott, das werden hier immer mehr. Polos! Polos! Das ist großartig! Polos! Hä? Hey. Wow. Das ist großartig! Wow! Oh, ja, Feuerwehr! Out. Das war prima! Oh, Ron ist tot! Das ist aber schlecht. Wenn ich keine Schokofrosche mehr habe, dann sterben wir. Au.
Wie viele Schoko verschaffe ich denn? Sehe ich das irgendwo? Geschafft! Hey, da drüben, Bohnen! Das ist großartig! Brillant! Ja, geschafft! Brillant! Ja, geschafft! Oh Gott, drei. Ah, oh, tot. 9 Schokofrei, okay. Passt schon. Aber warum werden das nicht weniger, ey? Muss doch irgendwann, müssen das doch mal weniger werden, ey. Komm, ich schmeiß die einfach runter. Oh, Ron ist einfach schon wieder tot. Großartig. So, tschüss. Hui. Das ist großartig! Au! Hullus! Wingardium Leviosa! Das war prima! Klasse! Jawohl, geschafft! Orbis! Sorry, dass ich gerade so wenig rede, aber die gehen mir tierisch auf den Sack. Das werden ja immer mehr. Das, wieso werden das nicht weniger? Wieso hört das nicht auf? Ach Leute! Ist das euer verdammter Ernst? Muss ich da irgendwas tun? Muss ich irgendwie... Weil, es kann doch nicht sein, dass hier so furchtbar viele Viecher herkommen. Sie müssen doch irgendwo herkommen. Das muss ich doch irgendwie unterbinden können. Oh, richtig kacke. Noch mehr Bohnen! Wir haben es geschafft! Ach, als ob, jetzt kommen noch wieder neue. Wetten? Natürlich, da unten sind noch mehr. Oh, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wow! Sind wir nicht brillant? Ja, super. So, ist jetzt endlich mal gut. Meine Fresse, ey, ehrlich. Boah, also da hätten sie echt immer einen Gang zurück... Oh, nee! Nee! Okay, weißt du, einmal was Positives über dieses Spiel gesagt und schon werden die mega übermütig und machen nur Scheiße. Jawohl, geschafft! Noch mehr Bohnen! Wendet Aktio auf die Bohnen an! Kann ich doch. Ach, scheiße. Kann ich da oben an den... Och mein Gott. Ja, macht ihr mal. Ihr schafft das schon. Ohne Witz, hier ist eine richtige Erklingplage. Vielleicht sollten die in Hogwarts mal was dagegen tun. Weißt du, man kann zaubern, aber trotzdem wird man solche Viecher in der Kanalisation unten unter dem Schloss nicht los. Das ist so ein Witz. So ein Witz ist das. So, weg mit dir. Push. Nee. Och ja, Leute. Weißt du, man verbringt einfach den gesamten Part damit, diese Drecksviecher zu besiegen. Orbis. Ja, geschafft. Sehr schön. Hey, da drüben, Bohnen. Ja, wundervoll. So, da unten ist noch ein Schild. Da würde ich jetzt gerne hin. Hier komme ich, glaube ich, nicht runter. Weil da so komische Dinger hochbömpeln. Aber wie komme ich hier runter? Ich muss doch irgendwie an das Schild kommen. Kann ich das hochzaubern? Geht das? Nein, kann ich nicht. Schade. Ich gehe erstmal hier hoch. Ja, dann kommen natürlich erst wieder solche Viecher da. Hey, da drüben, Bohnen! Wendet Aktio auf die Bohnen an! Wingardium Leviosa! So. Puff, weg damit. Sehr schön. Vielleicht kann ich die ja mit dem Ding hier explodieren lassen, so. Zack. Oh.
Knapp daneben ist auch vorbei. Könnt ihr das hier jetzt endlich mal platt machen? Lettet es. Ah, okay, so geht's auch. Okay, hier unten geht's weiter. Das ist lustig, wobei war ich noch nie. Aber hier habe ich keinen Kessel. Warum habe ich hier keinen Kessel? Schneller! Ich will einen Kessel haben. Aua. Hey, hey! Willst du aufmucken oder was? Da. Großartig. Ach, scheiße. Jetzt haben die wieder ein Hühnchen draus gemacht. Na gut. Hey, da drüben, Bohnen! Ja, Ron geht mir so ein bisschen auf den Senkel mit seinen Bohnen. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich den Kessel hier oben für da unten für diese Dinger verwenden kann. Wenn ich die jetzt so fallen lasse, so hängen. Könnte klappen. Oh, da war noch ein zweiter, ne? So hier hinten, da so irgendwo. Muss ich gucken, ob ich treffe. Hört sich aber an, als hätte ich nicht getroffen. Nee. Da, hier ist der, okay. Okay, 5 Schilder habe ich schon. Ich glaube aber nicht, dass ich mit dem Kessel von da oben bis hier hinkomme. Ohne Witz, wegen diesen Drecksviechern verbrauche ich noch meine ganze Schokowurst. Hä, von wo schießen die denn? Autsch! Ausgezeichnet! Von wo kommen die Viecher, Mann? Gott, das ist ja zum Kotzen. Ja, das Übliche halt, ne? So, das versuche ich nochmal. Oh. Ich glaube, das war ein bisschen weit. Komm, gib mir den nächsten Kessel. Da. Wingardium Leviosa! Nee, ich glaube, den treffe ich so nicht. Oder doch? Hat's geklappt? Nee, hat's nicht. Okay, ist egal. Ich gehe hier erstmal weiter. Ich habe keine Ahnung, wo dieses komische Ei ist, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in einem völlig anderen Winkel des Schlosses. Och nee, ist das euer Ernst? Also nerviger hätten sie dieses Spiel echt nicht gestalten können. Wirklich. Ich würde ja erstmal dieses Feuerdings da unten, ne? So. Ausgezeichnet. Nee, nicht ausgezeichnet. Wir dürfen dieses Vieh hier nicht. Wir müssen diese Feuerstelle da vernichten. Los. Hallo. Helft mal. Ja gut, dann halt nicht. Okay. Also, wie gesagt, nerviger hätten sie es echt nicht gestalten können. Ne? Komme ich mit dem denn da hinten an? Wingardium Leviosa! So. What? Hat das echt geklappt? Das wäre ja nice. Warte, das will ich jetzt gucken. Ich den damit echt getroffen hätte, ey. Ja, Mann! Cool, ich habe getroffen. Okay, 6 von 10 Schilden. Und wahrscheinlich schon überzogen. Aber bei dem Spiel ist mir das ehrlich gesagt vollkommen egal. Einfach weil ich auch das so schnell wie möglich hinter mir haben will. Oh, ah, hier ist ein Spawnpoint, oder? Also so ein Dingsbums, wo ich wieder spawnen kann. Wie viele von diesen Drachenstatuen gibt es denn hier? Okay. Los, Jungs und Mädels, helft mir! Okay. Ich habe noch nicht eins von diesen großen Schilden gefunden, ne? Also irgendwie müsste ich mich hier mal so ein bisschen ranhalten. Oh, das ist ein großer Kessel. Aber offensichtlich geben diese kleinen Kessel immer Schilde. Also fast immer. Naja, außer da oben. Ich guck mal, was passiert, wenn ich den großen damit treffe. Skdusch. Okay, nichts. Okay. Kleinen Moment, ich muss mal eben... Huch. Nicht Vibration, kurz mal unterbrechen, um zu gucken, ob ich überzogen habe. Und ich bin genau bei 20 Minuten, das heißt, ich werde diesen Part an der Stelle beenden. Und ja, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Es hat mich mega aufgeregt, weil diese Scheißviecher mir immer in die Quere gekommen sind. Ich habe Schokofrösche verbraucht ohne Ende. Und ja, gut, okay.
Ich bin aber relativ froh, dass ich jetzt endlich weitermachen kann. Und falls es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir mal in die Comments, wie ihr das Spiel findet. Ich find's furchtbar. Aber ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao!